Gut, es war in erster Linie natürlich auch eine Protestwahl, was der AfD da zugute gekommen ist. Im Westen stand sie auch schon mal 2016 ganz gut da, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sogar noch besser als jetzt in Niedersachsen. Aber die Hochburgen, die bleiben natürlich in Ostdeutschland. Die AfD hat ihr Wahlergebnis gegenüber dem Jahr 2017 nahezu verdoppelt. 10,9% waren es gestern Abend. Das gilt als Erfolg und der wurde in der AfD ja auch entsprechend gefeiert. Und wir wollen jetzt in einem Interview herausbekommen, was waren die Gründe und was fängt die AfD vor allem in diesem Wahlerfolg an. Und bei mir ist Beatrix von Storch, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag. Frau von Storch, man kann ja sagen, die AfD ist eine Krisengewinnerin. Wir haben eine veritable Krise und Sie haben gewonnen. Sie haben in Niedersachsen mächtig zugelegt. Fühlen Sie sich in dieser Rolle der Krisengewinnerin wohl? Ja, die AfD hat Angebote gemacht, wie diese Krise zu verhindern gewesen wäre, beziehungsweise wie man sie jetzt reduzieren kann. In erster Linie ging es um Inflation und um Energiesicherheit und um Energiepreise. Und in dem Bereich macht die AfD das einzige vernünftige Angebot und die Menschen im Land wissen das. Wir brauchen einen breiten Energiemix. Wir brauchen deutsche Kohle, wir brauchen deutsche Kernkraft und wir brauchen natürlich möglichst auch Gas. Wir brauchen gerne auch erneuerbare Energien. Wir brauchen alle einheimischen Energieträger, die wir fördern müssen. Und das ist das einzige Vernünftige. Dieses Angebot haben wir klar und vor allen Dingen glaubwürdig gemacht. Kein Mensch glaubt Herrn Lindner, dass er das auch möchte. Kein Mensch glaubt Herrn Merz, dass sie das auch möchten. Denn wenn sie das tatsächlich für das Überleben unserer Wirtschaft und die Menschen für wichtig erachten würden, dann könnten sie es durchsetzen. Es gibt für die Verlängerung der Kernkraftwerke eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Selbstverständlich nicht mit den Roten und mit den Grünen. Gut, Sie haben jetzt Punkte angesprochen. Im Wahlkampf hat man aber von der AfD eigentlich fast nur zwei andere Argumente gehört, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben und Nord Stream 2 wieder und 1 wieder zu öffnen. Diese beiden Gasleitungen sind geöffnet, nur an den falschen Stellen. Ich sag mal, weder Sanktionen noch Nord Stream öffnen wird es geben. Wie wollen Sie jetzt mit diesen Forderungen umgehen? Ja, wir stellen einfach fest, dass wir ohne das russische Gas tatsächlich nicht auskommen. Und die Menschen sind verzweifelt in diesem Land, weil sie nicht mehr wissen, ob sie über den Winter kommen. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der auf gutes Wetter hofft und denkt, dann haben wir vielleicht eine Chance, über den Winter zu kommen. Das heißt, die haben überhaupt gar kein Angebot. Und unseres ist klar, in der größten Energiekrise dieses Landes, das dieses Land jemals gesehen hat seit dem Krieg, kann man doch laufende Kernkraftwerke nicht abstellen. Und die Einzigen, die das glaubwürdig vertreten, sind wir. Und die Russland-Sanktionen haben zu gar nichts geführt, außer dass es den Russen besser geht als vorher und uns schlechter als vorher. Das heißt, die Sanktionen schaden uns und nicht denen. Das ist vollkommen absurd. Ja gut, also das behaupten Sie jetzt, dass es den Russen besser und uns schlechter geht. Dafür gibt es eigentlich keine Beweise. Aber sollten wir uns wirklich weiterhin energiemäßig von einem Kriegsverbrecher abhängig machen? Wir sollten uns, und das ist genau das Programm der AfD, wir sollten uns möglichst unabhängig machen von der Energiesicherheit von allen möglichen Ländern dieser Welt, möglichst viel eigene Energie erzeugen. Vollkommen richtig. Die Einzigen, die das wollen, das ist die AfD, uns abhängig gemacht von russischem Gas. Das sind die Regierungen vor uns gewesen. Jetzt auch noch den Russen, der uns die Energie liefert, von der wir abhängig sind, mit Sanktionen zu bedrohen und sich dann zu wundern, dass er auch nicht liefert, muss man nicht wirklich erwarten. Das heißt, das Zentrale für die Wirtschaftsstandort und für die Menschen in diesem Land ist, dass wir Energiesicherheit möglichst in Deutschland herstellen. Das bedeutet Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, Einsteigen in die Kohlekraft bzw. Wiedereröffnung der Kohlekraftwerke. Und wir müssen anfangen, Fracking zu prüfen. Wir müssen versuchen, uns von allen in der Welt unabhängig zu machen, von den Russen genauso wie von Aserbaidschan oder Katar. Gut, auf jeden Fall war der Überfall auf die Ukraine der Brandbeschleuniger der Krise. Sie haben recht, schon vorher gab es ja da Ursachen, die sich jetzt auch auswirken. Was passiert denn mit der AfD, wenn die Krise relativ glimpflich verläuft? Wenn nicht das passiert, was viele befürchten, wenn wir einigermaßen gut über den Winter kommen? Wissen Sie, das ist unser politisches Angebot. Das Angebot der Opposition ist es, auf die Fehler der Regierung zu zeigen und alternative Angebote zu machen. Und mit diesen alternativen Angeboten kämen wir besser durch die Krise. Deswegen machen wir sie und deswegen ist es wichtig, da dran zu bleiben. Wir hoffen, dass die Regierung auf den Pfad der Tugend zurückkehrt und unser Programm umsetzt. Das wäre ein echter Mehrgewinn für die Menschen in diesem Land. Dann kommen wir vielleicht
besser durch den Winter und haben nicht die Sorgen, die existenziellen Sorgen, die die Menschen jetzt berechtigterweise haben. Eine letzte Frage noch. Die AfD hat einen Wahlerfolg eingefahren. Was machen Sie mit diesem Wahlerfolg? Niemand will mit Ihnen koalieren, Bündnisse schließen. Was machen Sie damit? Wir bieten an, dass es in diesem Land eine Mehrheit beispielsweise gibt für die Verlängerung der Kernkraftwerke in der größten Energiekrise, die dieses Land jemals gesehen hat. Da müssen Sie aber jede Menge Koalitionsangebote jetzt haben. Das ist die Unglaubwürdigkeit von Herrn Merz beispielsweise und von Herrn Lindner, denen eben kein Mensch glaubt, dass sie wirklich es um das Wohl der Menschen geht in diesem Land. Denn dann würden sie die Mehrheit nutzen, die da ist, um Energiesicherheit herzustellen. Liegt aber nicht an der AfD, dass sie das nicht nutzen, dieses Angebot, das sie ihnen machen. Das liegt an CDU und FDP und dafür sind ja auch beide ordentlich abgestraft worden. Soweit Beatrix von Storch hier bei Phoenix. Bedanke mich für das Gespräch. So, kleiner Hinweis noch. Gegen 12 Uhr kommt der Bundessprecher Tino Chrupalla zu uns. Um 13 Uhr die Pressekonferenz der AfD hier in einem Berliner Hotel. Und um diese Termine herum werden wir auch weiter Analysen liefern zum Abschneiden der AfD gestern bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Und damit zurück zu Stefan Kulle nach Bonn.